Das Studium der Psychologie ist hierzulande sehr beliebt. Woran das liegt? Als qualifizierter Psychologe bist du in der Berufswahl sehr frei und uneingeschränkt. Das ist deshalb so, weil Psychologen nicht gleich Psychologen sind. Was das bedeutet, dazu gleich mehr. Herzlich willkommen bei JobWiki. Die Wissenschaft der Psychologie treffend zusammenzufassen, ist nicht ganz so einfach. Sagen wir einfach, die Psychologie befasst sich mit der Tiefgründigkeit des menschlichen Wesens und seinem Handeln. Schauen wir uns mal die Voraussetzungen an, die benötigt werden, um das Studium der Psychologie aufzunehmen. Hauptvoraussetzung ist natürlich das Abitur. Du kannst dich aber auch mit dem Fachabi auf einen Studienplatz bewerben. Je nach Hochschule und deren Standort variiert der Numerus Clausus, also informier dich in der Hinsicht am besten direkt bei den Unis. Psychologie wird im Rahmen des Bachelor-Master-Systems gelehrt. In der Regel geht der Bachelor 6 Semester, es gibt jedoch auch Hochschulen, die es für 8 Semestern aufweisen. In dieser Zeit musst du 180 Credit Points sammeln. Die Grundinhalte sind überall relativ gleich. Im Grunde versuchen Psychologen nämlich grob gesagt, das menschliche Verhalten zu analysieren und vorauszusagen. Grundmodule sind biologische, Sozial- und Entwicklungspsychologie, die dich an das wissenschaftliche Arbeiten heranführen und dich vor allem methodisch umfassend ausbilden. Wichtig sind auch Themen wie Statistik, Versuchsplanung und das Kennenlernen verschiedenster Forschungsmethoden. Im Rahmen des Masters prüfst du in eigens angefertigten Experimenten alle möglichen psychologischen Theorien und Grundsätze. Fächer wie klinische Psychologie, Diagnostik, Arbeits- und Organisationspsychologie, aber auch wirtschaftliche Ansichten vertiefen dein Wissen und helfen dir später, dich schwerpunktsmäßig festzusetzen. Also willst du lieber forschungsorientiert oder praxisbezogen arbeiten? Viele Unis und Hochschulen geben dir die Möglichkeit, darüber zu entscheiden. Master geschafft? Gut, was kannst du jetzt mit einem abgeschlossenen Psychologiestudium machen? Die meisten Laien stellen sich unter dem klassischen Psychologen vor allem eines vor. Er hört dir zu, berät dich und ist quasi dein Seelenklempner. Was bedeutet, der klassische Psychologe ist Therapeut. Dass das nicht unbedingt richtig ist, wissen viele nicht, mich vor der Recherche für dieses Video eingeschlossen. Psychologen werden beispielsweise auch in der Wirtschaft dringend benötigt. Wirtschaftspsychologen findet man eigentlich überall, ob im Bereich der Unternehmensberatung, im Personalmanagement oder auch im Verwaltungsbereich. Natürlich gibt es aber auch Psychologen, die im klinischen Bereich arbeiten, zum Beispiel im Coaching und im Diagnostikbereich, aber eben natürlich auch der klassische Psychotherapeut. Interessant ist, dass es bisher vonnöten war, nach dem Abschluss des Masters noch eine kostenintensive Therapeutenausbildung zu machen, welche nochmals bis zu über 2 Jahren dauert, um als vollwertiger Psychotherapeut oder Psychotherapeutin arbeiten zu können. Mittlerweile musst du nicht mehr erst Psychologie studieren und dann eine Ausbildung machen, sondern kannst direkt ein gesondertes Studium für Psychotherapie belegen. Deutlich besser unserer Meinung nach. Gut gemacht, Herr Spahn. Und da sich ja eh alles immer ums Geld dreht, wie viel verdient ein Psychologe eigentlich? Naja, pauschal lässt sich das natürlich nicht sagen. 2020 zumindest verdiente ein Psychologe in Deutschland durchschnittlich 46.200 Euro brutto jährlich. Psychologie, durchaus ein sehr interessanter Studiengang. Hättest du gedacht, dass Psychologen so verstreut auf dem Arbeitsmarkt sind? Und generell, was sagst du zum Studium der Psychologie? Könntest du dir das vorstellen oder eher nicht? Schreib's uns in die Kommentare und lass gerne einen Daumen nach oben da, falls du uns unterstützen möchtest. In dem Sinne bedanken wir uns auch bei euch für über 200 Abonnenten und eure Unterstützung bisher. Ihr seid klasse. Danke fürs Zusehen und bis bald hier bei JobWiki.